Hallo, liebe Freunde des Schwur-G-Blogs. Heute bin ich zu Gast bei den LGB-Freunden in Rhein-Ruhr, die einen speziellen Vatertag haben zur Black Widow-Serie. Und neben mir steht Hans Karl von der Gold Coast Station aus Kalifornien, der diese Black Widow-Serie aufgelegt hat. Was verbirgt sich hinter dem Namen? Black Widow war früher mal bei Southern Pacific eine Lok, die hieß Black Widow aus Schwarz und Silber, aber die haben nie Wagen hergestellt. Aber ich habe die Lok mal gesehen bei einer Ausstellung in Sacramento im Museum. Die hat mir sehr gefallen und seitdem gibt es Wagen, die zu der Lok passen. Das heißt, die Wagen zeichnen sich dadurch aus, dass sie vor allem in der schwarzen Farbgebung mit einer unwahrscheinlich großen Beschriftung zu sehen sind. Was für Wagen sind in der Black Widow-Serie zum Beispiel zurzeit lieferbar? Wir haben Reefer, wir haben Cinderbean Woodcars, Cabooses und Boxcars. And we're gonna make new container cars and tank cars too. Verschiedene Hersteller dienen als Grundmodell. Auf welchen Herstellern basieren Ihre Modelle? Wir machen unsere Modelle, ist entweder USA Trains, stellt sehr viel her. Die haben auch die großen Loks, die GP30 und die SD70 gemacht. Und dann Heartland hat auch Loks für uns gemacht und Waren. Und USA hat auch Kräne gemacht. Und jetzt macht Peak für uns Schotterwaren und auch Cabooses. Eine große Auswahl an Wagen. Aber die Gold Coast Station ist ja nicht nur für die Black Widow-Serie bekannt, sondern auch ein richtiger Gartenbahnfachhändler in den USA. Ja, so haben wir angefangen 1988 mit einem ersten Laden, Nürspur G. Und man hat uns gesagt, man kann nicht Nürspur G machen, muss alles machen. Aber ich war immer Nürspur G interessiert. Und wenn ich was verkaufe, muss es was sein, wo ich selber dran glaube. Und ich habe Nürspur G geglaubt. In den ganzen Jahren ist auch der Spur-G-Lager ganz groß gewachsen. Sie haben viele Produkte dort. Liefern Sie auch nach Deutschland, wenn Kunden nach speziellen Waggons oder Loks suchen? Ja, wir schicken die ganze Welt, hauptsächlich auch Deutschland. Wir sprechen auch Deutsch natürlich. Und wir haben zwei Lager und Läden, einen in Ventura, Kalifornien und einen in Tehachapi. Wenn wir es am einen Lager nicht haben, dann haben wir es am anderen Lager. Und wir haben natürlich Märklin, LGB und auch alte LGBs, die es seit 1968 gibt, haben wir noch. Und Asta LGB, Pico, AccuCraft und natürlich auch neuen Bachmann-Sachen. Über das Internet ist es natürlich gar kein Problem, auch Informationen zu erhalten, auch für ein Ladengeschäft in Kalifornien. Wie lautet Ihre Internetadresse? lgbhans@goldcoaststation.net ist für die E-Mail und www.goldcoaststation.net. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke mich auch. Alle weiteren Informationen findet ihr im Artikel, wie bekannt, auf www.spurgebler.de. Ich hoffe, euch hat dieser kurze Film gefallen und wir sehen uns bald wieder. Bis dann.